Also, Malte hat ja es schon angekündigt, es geht um Pimp My Game. Und hier haben wir tatsächlich wirklich sehr viele Möglichkeiten. Ich habe es jetzt auch gerade im Chat gesehen, dass Upgrades in Kartenhüllen, das ist natürlich richtig, das ist ziemlich easy umzusetzen. Aber wir haben auch noch andere Sachen, was wir halt machen können. Und da würde ich euch erstmal was zeigen, und zwar eine Website, wenn ihr sie noch nicht kennt, na, die noch nicht. Noch Ja, nicht, noch ja, ja. nicht. Ist sie für nach 22 Uhr Nee, oder schon für die jetzt ist, gleich? die möchte ich euch gerne dann nachzeigen. Okay. Moment, achso, du hast es hier schon eingegeben gehabt, habe ich gesehen, aber den Tab vergessen. Und zwar 3D-Material, ne? Also 3D-Material ist halt sehr, sehr cool. Also ich habe es zum Beispiel bei Terraforming Mars gesehen, halt, dass mehrere Leute dort sich halt quasi selber Sachen gestaltet haben, um ihre Landschaften quasi aufzupimpen, weil das Spielmaterial jetzt bei Terraforming Mars jetzt halt auch nicht so ansehnlich ist, sagen wir es mal. So. Ja, na, ich will jetzt nicht drauf rumhaken, Terraforming Mars ist ja auch ein geiles Spiel, ne? Aber man kann es halt noch geiler haben. Also, So. ich hatte eben auch schon mal, ich weiß nicht, ob eine Antwort im Chat kam, so gesagt, wo für manche Leute, habe gefragt in den Chat, wo ist so die Grenze? Hatte auch das Beispiel genannt, weil es da ja wirklich viel für gibt. Bei mir persönlich war die Schmerzgrenze mit dem 3D-Material erreicht. Ich spiele es weiter mit Pappe. Hast du es aufgewertet? Nein, habe ich Nein, nicht. okay. Aber ich habe es auch tatsächlich nicht so häufig gespielt wie andere Leute. Ihr wisst es vielleicht noch von der Online-Expo. Ich bin ja ein großer Fan von dem Spiel Imperial Assault und das soll jetzt halt nur als Beispiel dienen. Das ist halt, was man halt alles so machen kann und was es halt auch alles frei verfügbar gibt, dass du halt gar nicht so unbedingt jetzt groß immer jetzt halt wahnsinnig viel Geld bezahlen musst, um deine Sachen aufzuwerten. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal hier die Seite Thingiverse. Das ist diese hier. Und Thingiverse ist halt quasi eine Plattform, wo halt Leute, die halt 3D-Skills haben, Modellierungsskills, also die Fähigkeiten, die dafür benötigt werden und die Software, die dafür benötigt werden, die habe ich nämlich nicht. Aber Sachen halt einfach hochladen und die meisten Sachen davon sind tatsächlich kostenfrei zu haben. Ihr könnt auch Donations geben, das ist also quasi Spenden an die Leute, die das machen. Das habe ich auch tatsächlich schon ein, zwei Mal gemacht. Aber grundsätzlich muss es halt nicht sein. Und da gibt es halt so ganz. Aber kostenfrei, wenn man einen eigenen 3D-Drucker hat, oder kriegst du dann wirklich physisch was kostenlos? Nein, nein, es Nee. geht ja erstmal nur um die Daten, Um ne? die Also die Daten, Daten, ne? Ja, um nur das, dass was. das nicht falsch verstanden wird, ne? Also Genau, genau, also ja, ja. also ihr habt die Daten jetzt kostenfrei, die hier quasi zur Verfügung gestellt werden. Das Ganze sieht dann meistens dann halt so aus. Also das sind halt quasi so die Rohdaten, die ihr dann im Grunde in euren eigenen 3D-Drucker, wenn ihr einen habt, dann kennt ihr Thingiverse wahrscheinlich schon. 3D-Drucker sind auch gar nicht mehr so teuer, wie man meinen mag. Also es gibt natürlich richtig hardcore gute Marken, die halt dann halt mehrere hunderte Euro kosten, bis hin zu 2.000, 3.000, 4.000 Euro. Aber tatsächlich erhält man inzwischen, zumindest ist das mein aktueller Stand, 3D-Drucker, die halt sowas hier, was wir hier sehen, ne? Also so Markerhalter, Tokenhalter zum Beispiel, halt, wo jetzt die Qualität jetzt nicht so unbedingt ausschlaggebend ist, dass jetzt alles ganz hochfein quasi detailliert sein muss, sondern dass das hier im Grunde halt ausreicht, um halt sich ein bisschen besseres Spielgefühl zu machen. Halt, da kriegst du einen 3D-Drucker halt schon für 250 Euro. Ne? Und kannst dann quasi sowas halt relativ easy halt machen. Kommt noch ein bisschen Material dazu. Aber ja, ist halt möglich. Next Step wäre dann halt wirklich so Spielmaterial halt in 3D. Wir hatten es ja bei den Dungeon Crawlern, haben auch sehr viel bei Miniaturenbemalung schon drüber gesprochen, dass wir halt hier sowas zum Beispiel haben. Das ist halt jetzt so eine Tür, ne? Also so eine Papptür, die halt bei Imperial Assault einfach durch ein Standee gelöst ist. Hier im Grunde als 3D-Modell, was dann halt ausgedruckt wird und auch das kann man dann quasi anmalen. So, und sieht halt auf dem Spielfeld dann einfach nochmal eine Stufe geiler aus, ohne dass du jetzt halt Hunderte, tausende Euro bezahlen musst. Und So. bei manchen Dingen ist tatsächlich, ich hatte das eingangs auch schon mal erzählt, ich habe mir das tatsächlich für ein Spiel gegönnt, und zwar für Gloomhaven, das Komplett-Upgrade-Kit. Ja. Und bei manchen Spielen ist es natürlich tatsächlich auch nicht nur fürs Auge, sondern bei Gloomhaven hast du ja wirklich alles nur als Papptokens, also Ja. hast du auch diese ganzen Geländesachen nicht mit Standees. Und da ist es natürlich dann gerade, wenn du um einen großen Spieltisch rumsitzt, auch oft angenehmer zu sehen, auf dem Feld ist ein Hindernis, Ja. da ist jetzt eine Tür, gerade Türen sind ja echt bei fast allen Dungeon Crawlern irgendwie wichtig. Da finde ich das
tatsächlich auch so, dass du für diese, ich sag mal, Weitsicht auch, ne, wenn du von Weitem guckst, tatsächlich auch praktisch ist. Ne? Also nicht nur fürs Auge, sondern auch wirklich noch einen Nutzen hast. Irgendwie muss man sich das ja rechtfertigen, dass man dafür so viel, dass man so viel Geld bezahlt. Ja. Genau. Ja. Ich habe jetzt gerade Quatsch gemacht, Technik. Ja, cool. Mach das noch ein paar Mal, dann sehe ich mich fünfmal. Ja, cool. So, warte. Ich mach kurz vier. Komm. Ah, schade. Ich dachte, wir kommen auf fünf. An. So, vielen Dank. Ja, ihr seht, ich bin super oft an diesem Rechner. Eigentlich sitze ich die ganze Zeit nur in diesem Sessel und quatsch dumm. Ich kann aber verstehen, warum, weil der ist echt auch dann chillig. Ja, ist er auf jeden Fall. Genau, also das, was wir gerade halt zum Beispiel gesehen haben, ich gebe es einfach nochmal ein, ist halt wirklich dieses, was du halt gerade meintest mit diesem Pappmaterial, dass das halt quasi, und das finde ich super, aufgewertet wird, also dass wir halt Pappmaterial quasi und halt diese 3D-Sachen, also diese Miniaturen quasi hier zusammen haben. Ne? Also hier bei Imperial Assault hast du halt diese quasi Terminals, also diese quasi Interaktionspunkte, wo halt für Szenario ganz oft was passiert, oder wenn du es im Skirmish benutzt, kannst du halt quasi Sachen drüber machen. Ja, will ich jetzt auch nicht ins Detail gehen. Und hier ist es so, dass halt das Ding hier, ich zeig's mal das ist quasi das, was du dir ausdruckst. Und da kannst du aber den Pappmarker reinlegen. So. Das heißt also, du brauchst halt nicht ewig viele davon, weil manchmal ist halt auch die Farbe des Terminals halt wichtig. So. Und dann kannst du quasi hier das einfach da reinlegen, finde ich richtig gut. So. Und jetzt zeige ich euch mal noch etwas anderes. Das wäre jetzt Thingiverse. Es gibt halt auch ganz viele. Mach mal einen neuen Tab auf. Mach mal einen neuen Tab. Ja, warte. Ja, ich bin auch schon dabei. Das ist hier. Steuerung so. T. Wo sind meine ganzen Tabs, die ich halt quasi. In dem anderen Browser. Du hast zwei Browser auf. Ja, ich habe zwei Browser auf. Genau, du hast jetzt den auf, in dem ich dir Thingiverse auch schon aufgemacht hatte. Ach ja! Ah, tada! Alles klar, sehr gut. Gott, bin ich ein Noob, ey. Das macht dich in dem Moment auch sympathisch. Ja. Ja, das ist zu halt zeigen, so, dass du doch nicht perfekt bist, ist manchmal der beste Schachzug. Ey. Oh, das ist so nett von dir. Ja, ich bin nicht perfekt, das ist das Netteste, was du zu mir gesagt hast. Doch nicht perfekt. Genau. Wenn ihr keinen eigenen 3D-Drucker habt, es gibt inzwischen Dutzende Shops, wo ihr einfach Anfragen stellen könnt von Kleinstauflagen, wie jetzt halt hier viel so eine Terminal-Marker zum Beispiel, wo ihr die dann einfach ausgedruckt und bekommt. Und halt auch mehrere Facebook-Gruppen oder halt auch bei Reddit gibt es das auch, oder Discord, wo halt Leute, die privat halt einen 3D-Drucker haben, halt das auch anbieten, dass halt man sagt, okay, damit das halt sich noch ein bisschen weiter verbreitet, dass die Sachen halt für euch ausdrucken, für ein Apfel und ein Ei. Also tatsächlich. Es gibt ja quasi beides. Ne? Es gibt die Shops, wo du quasi einfach anfragst und dann sagst, ich habe die und die Files, könnt ihr mir das drucken, und die machen dir ein Angebot. Ja. Und je nachdem, wie nachgefragt das Spiel ist, also bei diesen großen Titeln, von denen wir ja zwei jetzt schon viel zu oft genannt haben, dafür, dass sie gar nicht von uns sind, da gibt es natürlich auch auf diversen Shops, teilweise sogar mittlerweile in offiziellen Online-Shops sozusagen, dann auch einfach fertiges Material. Ja. Und da muss man auch ein bisschen dann gucken. Also ich habe das auch schon manchmal gehabt, dann kauft man sich so Material, das sieht auf dem Foto super aus. Ja. Und wenn es kommt, erkennt man dann sehr deutlich diese Rillen vom 3D-Drucker, weil im Endeffekt die Qualität vom 3D-Drucker entscheidet ja darüber, wie fein das ist und ob es noch nachbearbeitet wird. Das ist auch eine Einstellungssache tatsächlich. Also es geht und Nachbearbeitung halt, auch. Ja, ne? Ja, das auf jeden Fall auch, wie viel Zeit du selber noch reinsteckst, aber halt auch, wie lange der Drucker druckt. Also wie dick halt quasi die Schichten sind. Je länger der Drucker braucht, desto geringer quasi die Schichten, also kleiner die Schichten, dann sind wir im Millimeterbereich, je weniger Rillen siehst du halt mit bloßem Auge. Genau, da muss man halt einfach gucken. Also da habe ich mich auch schon mal, bin ich auch schon mal reingefallen, dass du oft ein Foto siehst von was, wo du es quasi in sehr, sehr fein hast, wo du sagst, das passt, und dann kommt es und dann sieht man, das war wirklich so der Eco-Mode. Ja. Ne, da musst du eigentlich nochmal alles irgendwie versuchen nachzufeilen. Genau. Da muss man halt gucken, dass man versucht, möglichst da zu kaufen, wo man dann da sieht, also wirklich ein Produkt sieht und nicht nur das 3D-Rendering. Also es ist, wenn man fertige Produkte kauft, sollte man immer auf ein Produktfoto bestehen und nicht auf nur dieses 3D-Modell. Was halt auch, bevor ich jetzt hier zu diesem wunderschönen Bild komme, was ich euch hier gerade zeigen will, was halt auch wichtig ist, ist, wenn ihr halt Miniaturen habt, die halt ein bisschen quasi cooler aussehen sollen, dann habt ihr auch oft die Möglichkeit,
das einfach, das lenkt mich hier total ab hier. Habt ihr auch die Möglichkeit, das halt über einen Resin-Drucker dann mach das doch zu machen. Einfach zu, dann kommt nicht mehr unser Stream genau. Stream. So, also das ist halt auch eine Sache, Resin-Drucker für Miniaturen ist ein bisschen teurer, Resin selber als Material zum Drucken ist halt auch teurer tatsächlich, aber es ist halt, lohnt sich von der Qualität her, wahnsinnig. Ne? Okay, bevor ich jetzt quasi zu einer anderen Sache komme, die ich euch noch unbedingt zeigen will, haben wir hier nochmal so ein Beispiel, was halt auch möglich ist, ne? Mit Pimp My Game. Ihr kennt, oder viele von euch kennen wahrscheinlich auch der Eiserne Thron, das Brettspiel. So. Und das ist jetzt halt hier von einem Spieletisch, der zu GenCon quasi gezeigt wurde, wo die halt richtig, richtig Hammer quasi einen kompletten Tisch nachgebaut haben, die Size halt auch nochmal wahnsinnig erhöht haben. So, mit quasi halt hier so Küstenregionen, so ja, Miniaturen, ihr seht das hier. Das, so. Das heißt, es ist quasi fast Tischgröße, das Ganze. Was das Ding hat Tischgröße. Ach so, okay, geil. Das Ding hat, und das ist auch wirklich riesig, also es ist ein sehr viel größerer Tisch. Die haben das normale Brettspiel genommen, ich glaube, das halt so viermal hochskaliert und haben dann halt das Ding hier drum gebaut, haben halt so Miniaturen benutzt, statt halt der mitgelieferten kleinen Miepel und so weiter. Und das, also das ist quasi etwas, was, wenn du sowas halt selber gebaut hast mit einer Spielergruppe zusammen, dann macht Spielen auf dem Tisch halt doch um einiges mehr Spaß. Also ich würde ihn selber gerne besitzen, aber kann ich natürlich nicht, habe ich nur, nicht. Hilft nur klauen. Da hilft nur klauen, ja. Einfach mal nach Amerika fliegen. Das war kein Aufruf übrigens. Sich holen. Klaut nicht. So. Kurze Frage noch an der Stelle, weil ja. du bist auch so ein bisschen Tabletopper, oder? Ich bin auch Tabletopper. Was hältst du von dem Konzept, das habe ich jetzt auch ein paar Mal gesehen, dass man Tische mit eingebautem Monitor von unten hat, also wo dann quasi unter einer Plexiglasscheibe der Monitor ist, eher ja oder eher nee? Für schnelle Skirmishers, wo du halt so ganz fix irgendwie nur die Regeln halt abbilden willst und so ein bisschen Illustration, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Für richtig große Schlachten oder sowas jetzt hier gerade, so eine 6-Stunden, 8-Stunden Partie der Eiserne Thron, nee. Okay. So, ja. Also dann lieber sowas. Also das ist natürlich... ist auch fast der gleiche Aufwand, so einen Fernseher umzudrehen oder so nicht. Sowas Kleines, genau. So, wir haben nicht mehr so viel Zeit tatsächlich, weil ich ja gerade halt auch noch zu spät gestartet bin. Deswegen würde ich jetzt euch nochmal etwas anderes zeigen. Und zwar geht es halt hier um ein Programm, was ich euch zeigen will, wenn ihr selber Karten machen wollt. Und zwar geht es dabei um... Nein, das nicht, das auch nicht, das auch nicht. Wo sehe ich Stalker. Wo ist denn das? Es ist weg, ich habe es noch gemacht. Okay, also es geht halt um ein Programm, das heißt Strange Eons 3. Das ist quasi kostenfrei runterladbar. Und ich habe hier die Möglichkeit, mir selber Karten zu machen. So. Ab jetzt lausche ich auch sehr gespannt, weil das höre ich gerade zum ersten Mal. Hau rein. Okay, also wir haben hier, das ist Java-basiert, das heißt, ihr braucht JavaScript auf eurem PC, um das halt nutzen zu können. Haben aber die meisten PCs, dementsprechend ist das eigentlich kein Problem. So, und dann hier können wir quasi neue Projekte machen. Es geht halt leider nicht für jedes Spiel. Also ich habe jetzt mal ein neues Projekt gestartet. So, da sieht man hier quasi für welche, also was man halt braucht, also Tokens zum Beispiel, für bereits existierende Spiele. Ne? Also hier haben wir zum Beispiel Arkham Horror, das Kartenspiel, der Herr der Ringe oder hier haben wir vor allem Arkham Horror, aber wir haben auch noch andere Sachen, von denen ich auch noch nie gehört habe. Legenden von Andor zum Beispiel, gibt es hier auch Sachen, die man halt bauen kann. Oder hier X-Wing oder so. Also da kann man sich dann quasi so Sets runterladen, wo Leute dann halt diese Templates, nennt sich das, also quasi so vorgefertigte Karten im Grunde oder Motive sozusagen, dann halt irgendwo abgescannt haben und hier einfach eingegeben haben. Und ich habe das jetzt mal für Arkham Horror jetzt hier quasi vorbereitet. Hier haben wir halt einen Ermittler, das wäre jetzt so ein Wächter. Da darf ich ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Ja, gerne. Kann ich mir das theoretisch, also du hast ja gesagt, die Leute haben es hochgeladen, eingescannt, kann man sich das auch selber machen? Also könnte ich dann jetzt sagen, ich mach auch ein eigenes Template, weißt du das? Das kannst du machen und kannst dann im Endeffekt den Typen, den Entwickler, kannst du dann anschreiben. Also auf der Strange Eons 3 Seite ist das halt auch, ist die Kommunikation dort halt möglich und kannst du den einfach anschreiben und sagen, hier, ich habe jetzt das und das gemacht, kannst du das mal bitte hochladen. Okay. Das dauert eine Weile, weil der halt auch noch einen richtigen Job hat und so weiter. Schrecklich immer die Menschen, die arbeiten. Ja, ganz...
Strange Eons 3. Theoretisch sieht man es links oben. Genau, ihr könnt euch hier oben einfach in diesen... Also wirklich Strange, das englische Wort, und dann E-O-N-S und dann Leerzeichen 3. Also, genau. Genau. So. Ne? Und dann ist das halt wirklich super easy. Also wir haben hier, ich meine, wer das Spiel kennt, das werden ja wahrscheinlich einige kennen, haben wir hier halt tatsächlich verschiedene Charakterklassen, die wir uns aussuchen können. Jetzt haben wir hier einen Wächter, ich könnte jetzt aber auch einen Mystiker nehmen. Aber ich weiß ja, was du noch vorhast, mach mal Schurke. Ja, Schurke, okay, Schurke, alles klar. Dann machen wir Schurke. So, und dann ändert sich halt hier auch gleich sozusagen das Template. Ne? Also wir haben quasi jetzt diese andere Charakterklasse, nicht mehr Wächter, sondern Schurke. Haben auch gleich die passende Rückseite. Ne? Haben wir hier so Tabs, die man quasi dann so sich quasi machen kann. So, und dann haben wir hier wirklich, dass wir halt selber uns sagen können, okay, der hat auf jeden Fall, dieser Schurke hat auf jeden Fall mehr Ausdauer. Und dann haben wir hier quasi, hier unten dann halt 9. Aber leider geistige Gesundheit ist 1. Bei diesem Schurken nicht besonders hoch. Ja, der hat jetzt 3 so. Und dann 3 geistige Gesundheit. Das ist übrigens in dem Spiel nicht viel. Ja, nicht so, nur in dem Spiel. Und dann habe ich jetzt quasi die Möglichkeit zu sagen, hier, dieser Schurke, das ist Malte. Ja. Und können die mir jetzt noch einen Untertitel geben, der erscheint dann quasi hier. Ja, ist dann auch gleich die richtige Schriftart, das ist alles voreingestellt. Ich bin sehr gespannt auf deinen Untertitel. das ist jetzt wirklich schwierig. Das ist fies, denk dran, es ist noch nicht so spät. Okay. Also du darfst jetzt nicht schreiben, was dir im Kopf geistert, sondern du musst jetzt gezwungen witzig sein. Oh, das ist bitter. Das so, ist wirklich so RTL-Niveau, musst du irgendwie Alliteration. Das war jetzt nicht so einfallsreich, aber ich kann damit leben. Okay, alles klar. Wir können auch selber noch ein Copyright drunter setzen. Quasi, das ist schon ein bisschen dreist, auch auf so eine kopierte Karte. Ja, genau. So, machst du Copyright und dann habt ihr halt hier auch ganz oft hier bei so Infokästen, das ist so ganz leichte Programmierkunst, braucht man eigentlich nicht, weil hier eigentlich alles vorgegeben ist. Also ich muss dann, wenn ich jetzt hier noch ein Copyright reinsetzen möchte, sagt mir das Programm, ich muss hier noch COP davor setzen und das halt hier in diese eckigen Klammern packen. Und dann sage ich, bei Erik, so, der hat das entstanden. Und dann haben wir hier dieses Copyright-Symbol. Das ist nämlich dieses, was ich gerade eingegeben habe. Und dann steht hier unten auch noch bei Erik. Das ist halt eine Kleinigkeit. Was halt richtig cool ist, ist, dass ich hier auch Bilder eingeben kann. So, und jetzt weiß ich, warum du ein Bild von mir haben willst. Ja, jetzt weißt du das. Und jetzt kann ich quasi mal suchen. Hab hier unter Dokumenten vielleicht die Möglichkeit, das selber zu machen. Also quasi schon mir selber auch einen Ordner dafür anzulegen. Kann aber jetzt auch zum Beispiel, nein, das ist doch super. Schöne Grüße an meine Schwester, die kennt das Bild. So, und meine Freundin auch. Und alle, die auf dem Geburtstag von meiner Schwester waren, auch. Übrigens ist Malte untenrum nackt. So, er musste das Bild tatsächlich... Also nicht komplett, aber bauchfrei, sagen wir es mal bauchfrei. Genau. Ne? So, und dann haben wir quasi hier, jetzt könnte ich halt noch irgendwie auf die Rückseite mir halt noch was überlegen. Achtung, warum habe ich jetzt hier Regeltext Rückseite? Es ändert nicht automatisch auf die Rückseite, das muss ich hier noch schon manuell machen und sagen, okay, jetzt müsste ich hier noch das Bild eingeben, dann halt auch noch, was sind die Deckbauvoraussetzungen? Malte braucht sein Zeug zum Beispiel. Ja, Deckbauoption, Malte braucht sein Zeug. Er darf und so weiter und so fort. Ne? Also wir haben ja nicht, leider nicht so viel Zeit. Ich würde euch gerne viel mehr Möglichkeiten nur zeigen. In der Toolbox haben wir da zig Sachen. Wir können auch Symbole einblenden. Also das ist jetzt wirklich nur ganz grob. So, und jetzt können wir das hier, wenn wir halt fertig sind und ganz toll das gemacht haben, können wir jetzt hier auf Exportieren gehen. So, und dann gibt er uns das nämlich wirklich so, wie wir es eingegeben haben, als Bild raus, in einem, am besten in einem Costume-Setting, denn wir wollen nämlich Bleeding Markings dazu. Add Bleeding Markings to Game Components without one, was bedeutet, dass wir halt quasi noch einen zusätzlichen Rand bekommen. Und dieser zusätzliche Rand, der ist super, super wichtig. Wenn ich jetzt auf Exportieren gehe, dann kriegen wir dort halt ein Bild raus. Das mache ich jetzt mal nicht. Dieser zusätzliche Rand ist super wichtig beim Drucken lassen. Denn jetzt könntet ihr das halt selber in eurem kleinen, schönen Drucker zu Hause halt ausdrucken.
was halt vielleicht eine gute Idee ist, vielleicht auch nicht. Aber es gibt natürlich auch Websites, die das halt auch anbieten. Zum Beispiel halt meinspiel.de, das mache ich selber halt relativ häufig über mein Spiel. Wenn ich halt so Erweiterungen zu Spielen mache, die mir halt gefallen, dann habe ich hier so die Möglichkeit, selber Spielkarten zu drucken. Und das ist auch relativ günstig. Also das kostet jetzt keine hunderte Euro. Und was wichtig ist, gerade bei so den amerikanischen Spielformaten, also wir haben natürlich die normalen Formate hier, aber halt auch diese Breitformat. Und das ist so dieses amerikanische Living Card Game. Also dieses von Arkham Horror beispielsweise, Herr der Ringe, Legend of the Five Rings, Marvel und so weiter, was es da halt alles gibt. So, da nutzen wir das hier. So, und dann haben wir ja auch tatsächlich direkt kleine Auflage, 55 Karten, ja, in der entsprechenden Größe. Und dann kann ich einfach auf jetzt gestalten gehen, ja, und so weiter und zurück. Zurück zu Spiele aus. Funktioniert jetzt natürlich nicht, wie ich das halt möchte. Aber wir sind ja eh fast, obwohl wir haben ja noch 10. Du rast ziemlich, aber ich dachte, wir hätten bis kurz eine halb. Oder sehe ich das, habe ich das falsch im Kopf? Also ich habe hier 35, ja, tatsächlich. Ja, ich habe noch eine Viertelstunde. Genau, eben. Na, pass auf, dann können wir ja eigentlich im Endeffekt wirklich. Kannst du eigentlich 55 Mal mein Gesicht ausdrucken und mir das zuschicken? Pass auf, aber dann machen wir einfach noch ein bisschen weiter. Also haben jetzt hier zum Beispiel den Malte, möchte gern, Schurke. Und jetzt möchte ich gerne auf der Rückseite. Ja, Deckgröße ist okay. Könnt ihr auch nochmal einen Abstand einstellen, wie breit der Abstand sein soll und so weiter. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber auf die Rückseite wollen wir natürlich auch noch ein Bild haben. Ja, und dementsprechend kann ich das hier auch mit der Datei machen. Ich bin ja eigentlich irgendwie so auch so ein bisschen dafür, dass wir vielleicht noch. Eigentlich war da mal noch eins. Ja, da war noch eins. Wo, keine das Ahnung. Ist wahrscheinlich kein. Was war denn das vielleicht für ein Format? Ich habe es unter Downloads gepackt. Wahrscheinlich habe ich es unter Downloads gepackt. Nee, du hast es. Vielleicht hat es kein unterstütztes Bildformat. Ist egal. So, ja, dann machen wir einfach so das Gleiche nochmal. Sieht ja auch gut aus. Traum. Ja, so, und Malte der Schurke. So, so von der Sache her, Beweglichkeit würde ich halt hochsetzen bei dir. Einfach 6, Kampf. Kampf bitte auch und Intellekt dafür 1. Ja, okay. Und Willenskraft hast du auch relativ hoch. Ja, die ist auch okay, glaube ich. Ja, also lassen wir bei 3. Ja, du hast ja schon wieder. Kann man ja bestimmt auch. Hast du vorhin gesagt, bei der Spieleroffensive, du hast dir mal vorgenommen, gestern hast du noch in der Nacht zugeschlagen und hast in der Nacht noch Spiele gekauft, obwohl dein eigener Grundsatz war, nach 22 Uhr keine Spiele mehr zu kaufen. Schönen Dank, dass du mich nochmal dran erinnerst. Aber du hast vergessen, es ist ja Messe. Ja, ja, das Messe, ja. Ne, das ist ja, da gelten manche Grundsätze nicht, wenn ich so runtergucke, was ich alles schon so getrunken habe. Ja. Ne? Verstehe. So, dann haben wir hier die eigene Erweiterung. Wir können aber natürlich auch die Erweiterungen nehmen. Die meisten sind tatsächlich auch drin. Ja, von dem offiziellen Spiel. Wenn es ein bisschen länger dauert, das ist natürlich eine Grundspielkarte. Das ist klar, Malte muss überall dabei sein. Dementsprechend haben wir jetzt halt auch gleich hier dieses Grundspielsymbol. Ihr dürft aber natürlich auch eigene Bilddateien einfügen und daraus dann halt so was machen. So. Ihr könnt auch Decks erstellen, das heißt von vornherein habt ihr dann mehrere Karten, die ihr zusammenpackt, könnt auch im Grunde, es gibt halt noch sehr viel, halt gerade auch so Quick-Sachen, wo ihr dann halt, wenn ihr eine Erweiterung macht und dann halt mehrmals dieselbe Karte mit leichten Abwandlungen braucht und so weiter, das funktioniert alles relativ gut, kann man sich auch ziemlich easy reinfuchsen, wenn man des Englischen halbwegs mächtig ist. So. Genau, und jetzt wollten wir halt exportieren. So, beim Exportieren braucht er mal ein bisschen. Und ich würde sagen, hey, komm, das sollte schon auch von der Qualität her richtig weit 150%. Ja, 150 geht leider nicht. Schade. Aber so. Und dann haben wir genau das hier quasi. Wir könnten jetzt auch, das bietet quasi Strange Eons auch an, jetzt quasi Vor- und Rückseite innerhalb eines Bildes setzen. Ne, das wäre dieser Haken hier. Ja, also Leute, ne, I want to choose custom settings. Das ist ganz wichtig, dass ihr das wählt. So, ne? Ansonsten habt ihr diese Bleeding Markings nicht dabei, die ich hier quasi schon angewählt habe. Genau, und ihr dürft Vor- und Rückseite auch zu einem Bild zusammensetzen. Das würde ich euch für meinspiel.de nicht empfehlen. Da bringt es euch das nichts. Aber es gibt durchaus auch andere Anbieter, nicht nur meinspiel.de, wo ihr sowas machen könnt. Und da ist es teilweise notwendig, dass das so läuft. So, also dass ihr das habt. Dann müsst ihr euch ein bisschen auf quasi den Online-Anbieter quasi verlassen oder euch darauf beziehen, was der halt will. So, und dann haben wir hier tatsächlich Malte Vorderseite als Bilddatei. Auch ein leicht verfänglicher Name. Vielleicht hätte man hier das einfach als Untertitel nehmen. Und es ist schön, dass er das so gespiegelt hat. Malte also ich Vorderseite. Dann Doppelarm irgendwie. Genau.
Ah, guck mal, da kommen bestimmt nochmal Chat-Fragen. Ah, das ist cool. Danke, Matthias. Ja, das ist sehr gut. Das ist eine gute Idee. Oh, das, ich brauche mehr, weiter brauche ich gar nicht. Mir steht einfach nur sympathisches Duo, die beiden. Ich gebe das ab, ohne weiter drauf zu gucken. Alles klar, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Genau, also wir haben hier den Schurken Malte Möchtegern, der hier quasi auch diese Bleeding Markings, das ist das, was ich gerade meinte. Kurze Frage noch, ja. Laden wir dieses Tutorial auch später auf YouTube hoch? Ja, wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich, ja. Wenn ihr das wollt. Wir sagen einfach mal ja. Ja, genau, die Regie beschwert sich, dass sie unser sinnloses Gequatsche schneiden muss, aber damit können wir leben, oder? Also ich kann damit leben, ja. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber du brauchst es doch nicht schneiden. Ja. Das ist doch es ist von vorne bis hinten genial. Von vorne bis hinten ANN. Ja, der Chat sagt noch, also der Chat, ne, es ist immer ja oft nur eine Person, sagt aber ja bitte, also der ganze Chat sagt ja bitte, liebe Regie. Die 100 Leute. Willst du mal vielleicht noch ein bisschen hochscrollen, vielleicht gibt es noch Fragen dazu, aber, oder wir machen jetzt erstmal das Tutorial zu Ende. Mach du mal zu Ende, ich guck mal ein bisschen hier im Chat. Also wir haben hier, wie gesagt, diese Bleeding Mark, die quasi jetzt halt das so gespiegelt sind und die sorgen dafür, dass wenn halt das Ganze beim Drucker ist, dass der das halt dann schneidet, dass ihr nicht abgeschnittene Ränder habt. So, dass es halt relativ safe ist, dass eure Karte genau so aussieht, wie ihr sie haben wollt. Also das ist etwas, was ich schmerzhaft lernen musste, nachdem ich dann sehr viele Karten, ich glaube 100 Stück auf einmal hochgeladen habe, Stück für Stück, und die dann angekommen sind. Deswegen beharre ich gerade so darauf, dass ihr das halt wisst, wie das geht. Das hat sehr viel Spaß gemacht, dann das auszupacken. Zum Glück war, und da muss ich sagen, mein Spiel.de finde ich da halt sehr gut. Die waren so nett, um mir einen Rabatt aufs nächste Mal zu geben, weil ich es vergessen hatte. So, okay, also ich habe hier Karten gestalten, so, und irgendwas war hier, Druckdaten, Upload per PDF, nein, wir wollen online gestalten. Ah nein, per einzelnen Jetpack. Per einzelnen Jetpack, ich habe gerade Quatsch gemacht, Leute. Wie gesagt, das ist so die Noob-Time, die ich jetzt hier noch mit einpflegen muss. In der Zwischenzeit kannst du mir ja schon mal ein, zwei Fragen stellen vom Chat, wenn welche kommen. Ja, bitte, ja, bitte, ja, bitte auf die Frage, ob wir es hochladen sollen. Ja, und ob unsere Kommentare genial sind, darüber lässt sich streiten, aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Ja. Ich meine, das ist ja auch eigentlich so prinzipiell unser Ziel, ne? Also ja. wenn wir nur genial wären, wäre es wahrscheinlich langweilig. Das wäre wirklich ziemlich langweilig. Ja. Nee, wir machen ja einfach ein bisschen Quatsch und das auch mit Absicht, aber wir sind auch manchmal einfach doof. So. Manchmal. Also vergeben Namen für das Spiel, das ist das Arkham Set Spezial quasi, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, Nutzungshinweise habe ich mir natürlich im Voraus durchgelesen, deswegen konnte ich das jetzt einfach bestätigen. Und ja, jetzt haben wir hier genau das und das ist wirklich so einfach, wie es halt aussieht. Achso, nee, dann habe ich da habe ich jetzt gerade Quatsch gemacht, siehst du? Zur Abwechslung. Oh. Ja. Also fangen wir, das ist jetzt quasi typischer Fall von Live. Ist kaputt. Ist einfach nur kaputt. Okay, also Spielkarten. Ach stimmt, du hast das normale Format, du brauchst aber irgendein anderes Format, ne? So, also jetzt gestalten. Und, Druckdaten Upload per Einzel Jetpacks. So wollten wir das. Ohne Account. Jetzt gestalten. Oh Mann, ich wünschte, ich hätte noch ein bisschen mehr. Du kriegst ein Super Mario Facepalm Emoji. Alter, das ist. Hast du gerade gesagt, ich alles zu neudeutsch. Naja, hier den Super Mario, der so macht. Ja. Ich mir jetzt mal nicht auf die Brille. Ja, okay. Also hat hier jemand gepostet, finde ich auch angemessen. Ja, ist auch angemessen tatsächlich. Ist voll okay. Also, da haben wir jetzt quasi, sind wir jetzt hier in diesem Menü drin, was ich halt meinte. So, und jetzt habe ich hier eine leere Karte und die möchte ich natürlich füllen. So, und das mache ich, indem ich jetzt auf Vorder- und Rückseite neues Bild hochlade. So, neues Bild hochladen, easy. Wir haben ja hier Malte super, Malte möchte gern als Vorderseite öffnen. So, und... Nee, das ist aber ein leeres. Du musst das aus Downloads auswählen, das hieß irgendwie Malte irgendwas. Geh nochmal auf neues Bild hochladen. Neues Bild hochladen. Ich habe aber jetzt schon einen Fehler gemacht. Nee, ja, das ist schon das Richtige. Ich habe noch einen kleinen Fehler gemacht, seht ihr? Ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr privat gemacht. Denn ich musste... Man hätte es drehen müssen wahrscheinlich. Genau, ich muss es halt im Voraus halt auch noch drehen. Ja, wie ihr ein Bild dreht, wisst ihr wahrscheinlich. So, ich
zeige es euch aber nochmal. So. Dein Computer weiß gerade aber nicht, wie er das drehen soll, oder? Der ist ein bisschen überfordert. Ja, der ist überfordert, genau. So. Und dann lade ich das quasi so, wie es jetzt ist. Wir müssen dann zum Ende kommen. Das passiert halt, wenn du so viel, wenn man so viele Bilder von mir sieht, ist man schnell überfordert. Ja, das stimmt. Das ist ein Problem. Das ist auch verwirrend auch. So. Es ist auch irgendwie so ein bisschen auch erregend, aber auch leicht verwirrend. So. Mehr erregend oder mehr verwirrend für dich persönlich? Mehr das eine bedingt das andere. Ah ja. So, also, dann habe ich das. Wir sollten noch so eine Aftershow-Sendung, aber die darf dann immer erst nach 22 Uhr sein, machen, weil da müssen wir nicht immer so ein bisschen um die Worte rumbalancieren, die uns auf der Zunge liegen. Ja, um dann quasi. Und dann setzen wir einfach Robert hier hin und lassen den einfach 2 Stunden erzählen. Okay, so, das wäre jetzt okay. So, und jetzt könnte ich quasi in die nächste Karte gehen. Und der Witz an der ganzen Sache ist, ich kann jetzt außerdem aus der Galerie wählen. Ja? Und dadurch, dass Robert jetzt quasi schon mit den Hufen scharrt und ihr wahrscheinlich auch mit den Hufen scharrt, würde ich das jetzt quasi einfach mal noch trocken machen. Also ich kann jetzt hier einfach aus der Galerie wählen. So, Karte wird kopiert, easy. Wenn ich jetzt nämlich nochmal vorgehe, müsste es Motiv auf der vorherigen Vorderseite übernehmen. So. Und jetzt kann ich das nämlich einfach, wenn es nämlich die gleiche Rückseite hat, einfach hier quasi immer wieder anklicken. Und dann muss ich mir nicht immer die Mühe machen, das einzeln hochzuladen, sondern kann das einfach quasi aus dem Fundus mit einem Klick machen. Das ist sehr angenehm, wenn man 110 Karten macht, die man dann quasi nochmal machen darf, wenn man die Bleeding Markings vergessen hat. Gut, das war's von mir soweit. Komme ich jetzt quasi? Ich muss aber wenigstens mal Mach einfach nichts am Rechner. Ich mach einfach nichts am Rechner. Genau, wir warten jetzt einfach noch. Ich habe mir gewünscht, dass man mein schönes Gesicht nochmal sieht, aber wahrscheinlich hat man. Naja, du wirst ja gezeigt, du siehst es nur nicht. Ach, bin ich doof. Nee, so würde ich das jetzt nicht sagen. Okay. Genau, also ich hoffe, euch hat das ein bisschen was gebracht. Ich habe Eons, Strange Eons war für mich eine Offenbarung, was selber Spielekarten machen angeht. So, richtig geil. Ja, sieht echt cool. Also wenn ich daran überlege, ich habe mal eine Dominion-Erweiterung selber gebastelt mit so einem alten Grafikprogramm, dessen Namen ich besser nicht nenne, weil da lacht mich meine Freundin wieder aus. Okay. Da sitzt du halt einfach gefühlt cool. Jahre dran. Ja, ja. Habe ich auch gemacht. Meine erste Herr-der-Ringe-Erweiterung, die ich selber gemacht habe, habe ich auch selber quasi noch ausgeschnitten und so eingescannt und dann ja, so gemacht. Ja, genau so. Ja, und als ich dann Strange Eons gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das, die Zeit, die ich jetzt dafür brauche, hat sich auf 1/10 reduziert. Ja, genau. Und sieht wesentlich professioneller aus. Andererseits, ich habe irgendwann mal ein Game of Thrones Love Letter gemacht. Es ist nicht, also als Geschenk und auch Herr der Ringe. Und es ist natürlich ein schöneres Geschenk, wenn du auch wirklich irgendwie 2 Tage dran gesessen hast. Ne? Ja, na klar. So, also von dem. Aber also, das weiß derjenige ja gar nicht. Also ich habe so als vielleicht letzte Anekdote dazu, ich habe meiner Frau zum Geburtstag von unserem Urlaub ein Herr-der-Ringe-Szenario geschenkt, wo geil. Wir quasi unseren Urlaub nachspielen konnten sehr beim Herr-der-Ringe-Living-Card-Game. Im sehr ein Koop-Spiel. Also ganz kurz, ne, das macht Erik für seine Frau, Leute. Also Hut ab. Und da habe ich auch Tage und Wochen dran gesessen, bevor... Aber coole Idee, also auf jeden Fall super. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Super cool.